Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Anno 1800. Ja, in der letzten Folge haben wir genau hier alles weggesprengt, was sich uns in den Weg gestellt hat. Und jetzt kommen wir endlich zur Eisenmine und können endlich unsere Produktion ein bisschen anregen. Und vor allen Dingen können wir jetzt auch die Schiffe bauen, die wir ja mit dem Auftrag bauen sollten. So, bauen Sie die Eisenmine. Aber bevor wir das machen, speichere ich noch mal kurz per Hand. Das ist mir doch recht wichtig. So, Eisenmine bauen. Zack. Es gab Und eine Chance, als Ihr Vater noch lebte. Wozu das Ganze unnötig hinauszögern, jetzt, da er weg ist? was willst du jetzt von mir? So, hier können wir auch gerne noch mal ein Lager hinstellen, weil die haben ja immer so Lagerprobleme. Oder können wir auch nicht, weil mal wieder alles nicht funktioniert und ich mal wieder nirgendwo bauen darf. So, erstmal das Lager, dann Eisenproduktion. Wie war das Ganze jetzt noch mal? Bei den Arbeitern war das, ne? Die brauchten Eisen, genau. Und dann gibt es hier die Köhlerei, die auch wieder nicht gebaut werden kann, weil sie wieder zu groß ist. Leute, wollt ihr mich hier eigentlich verarschen? Ich meine mal ganz ehrlich. Dann machen wir die jetzt direkt daneben. So. Da bauen wir jetzt auch direkt noch eine Mine. Ihr könnt mich alle mal. So, dann den Weg da hoch. Und, ach nee, Quatsch. Einen Hochofen brauchen wir. Moment, den müssen wir. Nein. So rum oder andersrum? Ist mir eigentlich auch egal. Den stellen wir mal so da rein. Sie versuchen es zumindest. Ich weiß, dass auch Samuel niemals aufgegeben hätte. Ich sowieso nicht. Ich bin die Person, die auf der ganzen Erde am allerwenigsten aufgibt. So, Baufortschritt. Das ist jetzt schon durch, oder was? Ach, das ist schon. Oh, das ist ja cool. Moment, was haben wir denn hier? Kohle und Eisen. Wo kriege ich denn jetzt Kohle her? Ach so, ja klar, Kohle aus der Köhlerei. Oh, wäre irgendwie logisch. Gut, das ist das. Das ist noch nicht gebaut. Das ist aber soweit okay. Die Frage ist jetzt nur, weil wir jetzt zwei Eisenminen haben, ob wir dann nicht eventuell auch zwei Köhlereien reinsetzen sollen. Was willst du? Zwei Köhlereien und vielleicht noch mal zusätzlich einen Hochofen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das können wir da rein machen. Komm, machen wir noch eine. So. Und dann machen wir noch einen Hochofen. Den stellen wir dann aber ein bisschen. Wenn ich jetzt hier noch was sehen würde. Leute. Nee, das will ich gerade vermeiden, dass das da auf der Linie ist. Okay, dann muss ich den da oben hin machen. So. Es wäre nämlich schön, wenn man hier noch was sehen würde. So. Okay, wir müssen auch irgendwann die Wege natürlich mal ersetzen, weil das dauert natürlich sehr lange mit diesen Wegen, die ich jetzt hier gerade baue. Mir fehlen die Rohstoffe. Ja. Reg dich ab, Junge. Die kommen Wir werden noch. beobachtet. Ja, wir müssen ja erstmal bauen. Es dauert anscheinend so lange, bis hier überhaupt irgendwas gebaut wird. Deswegen keine Panik. Achso, das war ja gar nicht das Lager. Moment, das war das Lager. Wir haben aber immer noch sehr wenig Kupfer. Haben wir hier wirklich kein Kupfervorkommen mehr? Lehm ist gar nicht so gut ausgelastet. Vielleicht Wir sind bauen Sie schon. der Drache unter den Sterblichen. Eine Lieferaufgabe. Ja. Ich schwebe wie auf Wolken. Das ist schön. Warum? Ich weiß nicht, wie lange. Haben wir aber noch ein bisschen. Oh. Holen Sie das Treibgut. Oh nein. Das habe ich total vergessen. Wo ist denn unser Schiff? Hallo? Die Nordwind. Hallo? Ach, da oben. Komm. Hol das Treibgut schnell, wir haben nur noch 8 Minuten. Scheiße. Das ist natürlich doof, wenn man Aufgaben annimmt und die dann vergisst.
Komm, schnell. Und hier unten ist noch was. Ich glaube, das war dann alles. So, liefern Sie an, keine Ahnung wohin. Hierhin. So. Oh Gott. Das muss ich aber echt mal im Auge behalten. Das geht ja gar nicht so. Das ist schön, dass der einen Handel abgeschlossen hat, aber ich muss hier eigentlich was anderes eben gucken. Ich habe immer noch keine Kanonen. Sag mal, will mir hier keiner Kanonen verkaufen oder was? Wollt ihr mich veräppeln? Aber ich glaube, ich kann jetzt bald meine Kanonen selber herstellen. Dann könnt ihr mich alle mal. Hochofen. So, Rücken das heißt... Sie endlich damit heraus? Ich denke... Zurück auf dem Pfad der Tugend. Aha, okay. Wie auch immer. So, pass auf. Wir machen jetzt eine Kanonengießerei, die wir aber nicht hier hinstellen können, weil wir da keinen Platz mehr haben. Sag mal, Leute, kann man das auch so machen, dass man da was sehen kann? Das ist ja schrecklich hier. So, ich würde das aber gerne so machen. Und vor allen Dingen, was ganz, ganz wichtig ist, ich würde gerne... Nee, das ist eine Handelskammer. Wobei die hier wahrscheinlich auch nicht schlecht wäre. Moment, dann mache ich die Handelskammer dahin. Und was ich eigentlich machen wollte, ich wollte eine Feuerwehrwache nämlich dahin bauen. So. So. Kann man das direkt da durchmachen? Perfekt. Ja, keine Ahnung. Das können wir ja irgendwie so machen oder so. So. Da auch einmal rum. Perfekt. Ich sehe hier zwar was gar nichts mehr, weil hier irgendwie alles total im Nebel liegt. Genau. Bildet mutige Feuerwehrleute aus. Das braucht das Land. So. Holen Sie... holen Sie von Kings verzierter Klippe ab. Gedichtsammlung. Okay. Dann bitte einmal zum Zielort. So. Wir haben immer noch keine Kanonen, aber ich bin zuversichtlich, dass sich das jetzt bald ändern wird. Nicht genug Arbeitskraft. Ja, wo sind wir denn hier? Viel zu wenige. Metzgerei. Das sind auf jeden Fall nicht die Bauern. Können wir hier denn schon mal was... Alle Achtung, ich ziehe meinen Hut vor Ihnen. Das ist schön. Du wirst sogar zum Arbeiter in die Höhe gehoben. Bitteschön. Ihr sollt euch alle frönen des Arbeiterglücks. Oder wie war das? Wieso kann ich die Neugeborenen, wollte ich gerade sagen, die Neu-Dahingestellten eigentlich so schnell hochmachen und die ganzen Alten, die hier stehen, kann ich nicht hochmachen. Was soll denn die Schweinerei? Die haben alle zu wenig Leute. Noch mal drüber schauen? Soll ich? Den großen Gönner leibhaftig zu treffen, ist ein solches Privileg. Wenn ich irgendwas für Sie tun kann, egal was, sagen Sie es einfach und ich begebe mich unverzüglich ans Werk. Ja, ersetzbar durch Propaganda. Ich möchte das bitte einmal... Da. Und wie ersetze ich das jetzt? Oh, ich bin stets fleißig wie eine Biene. Ein Feld bestellt sich ja nicht von selbst. Beeinflusst die Zufriedenheit. Mein erster Bericht galt einem Aufruhr bei einer Mühle. Ich lief zum Streikposten und bekam einen Pflasterstein an den Kopf. Als ich wieder zu mir kam, waren die Leute und mein Artikel verschwunden. Was? Okay, wir setzen mal ein bisschen Propaganda rein. Wir machen das jetzt so wie die Rheinische Post und die ganzen anderen Zeitungen, dass wir irgendwo schon die Wahrheit schreiben, aber wir lassen einfach mal große Teile weg, so dass aus dem bisschen Wahrheit, was wir schreiben, im Endeffekt eine Lüge wird, weil wir nämlich sehr viel Wahrheit verschwiegen haben. So, das veröffentlichen wir jetzt. War das jetzt? Sie haben bei mir geringen Eindruck hinterlassen. Und? Wir sind jetzt Schriftsteller. Wir sind nicht Schriftsteller, sondern wir haben den Einfluss. Die Frage ist jetzt nur, Effektivität der Zeitung. Sie haben an Einfluss gewonnen. Das ist schön. Ich muss trotzdem hier mal eben mein Arbeitervölkchen ein bisschen verbessern. Es mangelt an Arbeitskraft.
Ja, das ist mir schon klar. Ich werde auch gleich neue dahinstellen, das schwöre ich. Ich muss nur mal eben die anderen Arbeiter hier hochpushen. So. Ich kann ja nicht alles gleichzeitig hier hinbauen, ne? Also, das muss man mir jetzt auch mal lassen. Ich habe ja jetzt keine 10 Hände. Ich habe nur 10 Finger. Nein. Och. Haben wir nicht schon genug Was wieder schon für Schwierigkeiten? Tolles Deutsch. So, wir bauen einfach. Wir haben jetzt wahrscheinlich gleich eh kein Holz mehr, aber wir bauen hier nochmal die komplette Riege dahin. So. So. Ist da auch eine Feuerwehr? Ja, das ist eine Feuerwehr. Okay. Perfekt. Dann, dann machen wir das nämlich so. So. Zack. Damit die Feuerwehr hier auch überall schnell wieder hinkommt. Jetzt dürfte normalerweise auch kein Arbeitermangel mehr herrschen, nehme ich mal an. Nur durch die ganzen Sachen drumherum, die dann immer wieder passieren, ist ja klar, da werde ich hier so dermaßen abgelenkt, dass ich hier überhaupt nichts mehr machen kann. Was ich sehr schrecklich finde momentan. So, dann haben wir das schon mal alles hier eingefärcht. Dann schauen wir mal. Der braucht schon wieder eins. Können wir aber nicht machen, weil keine Handwerker vorhanden. Okay. Ich weiß auch gar nicht, warum der hier überhaupt so viel hat. Ich könnte jetzt nochmal ein Lager hinstellen. Stelle ich aber so hin? Nee. So hin? So. Na, och. Sag mal, willst du mich verarschen? Wenn ich sage, ich will das da so nicht haben, dann will ich das so nicht haben. Und dann soll das auch nicht beim nächsten Mal da wieder hinkommen. So. Das heißt, die können auf jeden Fall auch dieses Lager jetzt hier... sind auch wieder Ziegel. Die haben wir gerade mal so drin. Ich hasse es. Gut, die anderen... Oh, brauchen ja nicht so viele. Da habe ich wieder kein Eisen für. Wollt ihr mich veräppeln? Wieso habe ich jetzt wieder kein Eisen dafür? Ich produziere doch jetzt gerade so viel. Einige Felder könnten helfen. Entschuldigen Sie. Also ja, ich war ja noch lang nicht fertig. Tö? So, und dann kommt man hier nicht mehr mit. Toll. So. Waren das jetzt alle? Kann ich noch welche machen? Ich kann immer noch welche machen. Kann immer noch welche... Warum kann ich die nach oben nicht machen, aber hier unten kann ich die immer weitermachen? Hä? Moment. Da ist irgend... Ach, da ist was im Weg. Oh. Das soll mir mal einer sagen, ja. Ja, das ist schön. Was führt sie zu uns? Die Arbeit, meine Liebste. Die Arbeit. So. Das stellen wir jetzt hier alles mal so ein bisschen um, weil das soll ja schön aussehen. So. Na? Willst du dich jetzt umbauen lassen? Okay, sieht noch nicht ganz so schön aus, aber wir haben ja jetzt leider keinen Platz mehr, den wir hier machen können. Okay, da ist jetzt wieder eine super Produktivität drin. Wir haben hier ein Lagerhaus. Wir haben hier eine Hopfenplantage. Den Rest durften wir ja noch nicht bauen. Wieso zur Hölle haben wir jetzt immer noch kein Eisen, obwohl wir jetzt hier zwei haben? So, dem fehlt die Kohle. Das könnte daran liegen, dass wir gar keine Kohle haben.
Ich glaube, ich habe hier irgendwo was gesehen. Nee, das ist eine Ölquelle. Ölquelle? Hatte ich hier nicht irgendwo was gesehen für Kohle? Kohlevorkommen. Baut eine Mine. Kann ich aber nicht. Warum kann ich das nicht? Weil hier wieder gesprengt werden muss, oder? Mal eben gucken hier. Und die Frage wäre dann auch noch, können wir denn überhaupt sprengen? Wie haben wir das beim letzten Mal gemacht? Ich weiß es ehrlich gesagt schon alles gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe erstmal hier einen Weg dahin gebaut. Hm. Können wir aber immer noch nicht machen. Ich gehe mal eben erstmal zum Schiff. Ist es unhöflich zu fragen? Einsatzbereit. So, können wir jetzt hier endlich mal. Ich meine, ich dachte, die machen das ja alles automatisch. Ihr Verhalten ist vorbildlich. Danke, danke. So, liefern Sie es am Turm ab. Das wäre hier. Wir sind unterwegs. Okay. Was haben wir denn hier drin? Ach so, das sind die Gedichte. Ja, okay. Wir sind jetzt gerade hier. Wo ist das Schiff? Das ist, glaube ich... Ist das nicht in die Richtung gewesen? Ja. Okay. Also so lange dauert es nicht. Ich werde es auch noch ein bisschen schneller machen hier. So. Bringen Sie frohe Kunde? Ja, ich hoffe. Das Kaiserhaus überbringt seinen Dank. Kein Thema. So, hier ist nochmal eine Aufgabe. Ich will aber nicht so viele Nebenaufgaben machen. Aber ich meine, ein bisschen Geld kann uns natürlich auch nicht schaden. Holla, die Waldfee. Was geht denn jetzt hier gerade ab? Hallo? Jetzt haben wir wieder 40 plus. Hä? Wollt ihr mich veräppeln? Ich habe doch jetzt gar nichts gemacht. Kein Platz mehr frei. Wieder 40 plus. Wegen dem Säge. Quatsch. Wegen den Ressourcen, nehme ich mal an, ne? Ja, das dachte ich mir schon. Okay. Gewährt zusätzliche Laderampen. Jetzt muss ich wohl dazu sagen, wir brauchen eigentlich nicht mehr Laderampen. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Kupfer. Das ist schon mal gut. Aber wieso haben wir immer noch kein Eisen? Zwei sind angekauft. Es sollen aber mindestens 10 eigentlich drin sein. Haben wir denn hier mal wieder orientieren hier. So. Wieso haben wir jetzt wieder zu wenig Arbeiter? Ich denke... Ja, Attraktivität, das ist mir schon klar. Nicht genügend Anbaufläche. Ach so. Uns geht das Material aus. Nö. Oder habe ich jetzt hier gerade aus... Falsche geklickt. Da, nicht genügend Anbaufläche. Was denn für eine Anbaufläche? Ihr braucht doch gar keine Anbaufläche. Kühlerei. Nicht genügend Anbaufläche. Soll ich dich woanders hinstellen? Ist dir das lieber? Aber dann... Oh, das ist ätzend. Dann wird das wieder von vorne gebaut, oder? Also ganz ehrlich, das verstehe ich persönlich jetzt nicht. Wozu brauchen die eine Anbaufläche? Jetzt hat der auch nicht mehr genügend Anbaufläche. Nee, also ganz ehrlich, ich verstehe es jetzt überhaupt nicht, weil er baut ja nichts an. Aber gut, ich stelle ihn jetzt einfach mal so hin, dass er genügend Anbaufläche hat. Jetzt kann er auch alles produzieren. So.
Der braucht Stahl. Das kann ich alles nachvollziehen. Der braucht jetzt natürlich auch Stahl. Nee, Moment. Der braucht keinen Stahl. Der braucht Kohle. Ja, gut. Da bin ich dran. Die Kohle wird produziert. So, wir haben nicht so viele Ziegel, ne? Obwohl, jetzt haben wir wieder 47. Weil ich würde schon gerne, gerade bei so wichtigen Sachen, wobei die jetzt hier nicht wirklich viel Anlaufweg haben. Ich weiß aber nicht, ob die nicht von da nach da irgendwie noch lange fahren müssen oder so. Würde ich nämlich schon gerne bepflasterte Straßen zwischendurch machen. Vielleicht hier mal so eine zwischendurch, dass das Ganze ein bisschen schneller läuft. Dann Richtung Lager irgendwie noch. Ja, man sieht also doch schon, dass der so einiges schneller gerade gefahren ist hier. Dann würde ich sagen, zumindest die Richtung machen wir dann auch noch ein bisschen was. Und hier, dass es nach oben, so, dass das halt noch ein bisschen schneller geht hier. So, dann haben wir jetzt wahrscheinlich irrsinnig viel hier. Lagerhaus. Naja, 37. Okay, das geht aber noch. So, bauen Sie ein Stahlwerk. Wieso bauen Sie ein Stahlwerk, hä? Ach, das habe ich noch gar nicht. Ach, kein Wunder, dass die kein... Oh, nee, ne? Kein Wunder, dass die keinen Stahl erzeugen. Bin ich denn des Wahnsinns? Okay, dann baue ich das Stahlwerk mal hier unten hin. Ich ertappe mich dabei, zu dir aufzusehen, wie es jüngere Geschwister oft tun. Ja, ich würde auch zu mir aufsehen, wenn ich so eine Scheiße fabrizieren würde. Och, das habe ich so gar nicht gecheckt gerade irgendwie. Das, komm, das machen wir noch bis zum Lager, ziehen wir das noch durch. So, dann ist hier die Produktion ein bisschen schneller. Dann werde ich jetzt hoffentlich auch bald genügend Stahl haben. Eieieiei, okay. So, Eisen haben wir hier nämlich jede Menge drin. Kohle haben wir bisher noch nicht drin. Aber was kommt denn jetzt schon wieder? Nicht genug Arbeitskräfte? Wieso das denn jetzt schon wieder? Ach, Leute. Süß wie Honig. Ja, ja. Ich muss aus euch trotzdem mal, aus den faulen Bauern muss ich jetzt trotzdem mal, nee, aus den fröhlichen Bauern, muss ich trotzdem mal Arbeiter machen, weil die da zu wenig haben. So. Da. Der will ja gar nicht. Sag mal, also, das geht ja mal gar nicht hier. Die bleiben ja auch alle noch immer bei 9 stehen. Ich verstehe nicht, warum die mal alle bei 9 stehen bleiben. Warum die nicht einen weitermachen. Aber gut, okay. Wir bauen hier definitiv auch nochmal die normalen Häuser weiter aus. Die Bauernhäuser. So. Und was ich jetzt ganz wichtig finde. So. Ich werde hier definitiv in der Ecke auch nochmal eine Feuerwehr hinsetzen. Da oben ist zwar eine, aber ganz ehrlich, also das ist jetzt mittlerweile so ein großes Dörfchen hier geworden. Ich weiß, dass das alles Kosten sind. Kann man das? Nee, da kann man es nicht hinstellen. Ich weiß, dass das alles Kosten sind, aber ganz ehrlich, wir brauchen das. Wir brauchen das auf jeden Fall. So, das geht jetzt alles erstmal seinen Weg. Jetzt sind wieder zu viele faule Leute da. Ja, was ist schon perfekt? Ach, ihr braucht jetzt auch noch einen Markt hier in der Ecke, oder was? Okay, sollt ihr haben. So. Besser? Sollte eigentlich besser sein, aber irgendwie schwindet gerade meine Arbeitskraft. Ich weiß auch nicht. Ach, wegen den Kosten wahrscheinlich, oder? Königliche Steuern, Handelsschiffe. Schiffe, da sage ich gerade was. Aber ich glaube, das Eisen habe ich noch nicht, ne? 4 habe ich. Mal schauen, ob das schon reicht. Ach nee, die Kanonen habe ich noch nicht. Eisen brauche ich dafür gar nicht. Okay, das heißt dann aber auch gleichzeitig, irgendwo habe ich doch hier, genau... Brauerei, Melzerei. Die müsste dann wahrscheinlich als erstes
gebaut werden. Dafür brauche ich jetzt nochmal 4. Okay. Gut, der benötigt offensichtlich... nee, der braucht nur Getreide. Okay, das kriegen wir ja nicht hiervon, das kriegen wir hiervon. Genau. Deswegen haben wir die ja hier auch nochmal hingestellt. Der ist auch schon fleißig dran. Ich würde sagen, dass wir hier dann auch mal schauen, dass wir das Ganze beschleunigen. Und eigentlich können wir das Ganze auch bis oben beschleunigen, weil von da aus sollen die natürlich auch was schneller fahren. So. Dann, wenn wir schon dabei sind, wie viel haben wir denn noch davon? Okay, nur noch 11. Ja gut, das ist natürlich dann nicht mehr schön. Das ist dann eigentlich zu viel zum Ausgeben. Wir brauchen neue Gebäude. Wir müssen ja irgendwie jetzt hier auch wieder Geld reinkriegen, ne? Wir müssen das Ganze wieder ausgleichen. Wie geht das? Fragen wir jeden aus dem Kanzleramt. Steuern. Wir setzen einfach die Steuern auf knapp 50%. Dann beschweren sich die Bürger zwar immer wieder, aber was haben die dummen Bürger schon zu sagen? Und dementsprechend kriegen die Bürger nur noch die Hälfte vom Lohn, aber der Staat kriegt dann nochmal zusätzlich was Geld und dann sind wir alle fröhlich. Oder nur der Staat ist fröhlich. Das Scheiße. Oh, das war jetzt nicht so clever. Moment. Das müssen wir leider wieder wegnehmen und nach oben setzen, weil logischerweise hier ja das Holz produziert wird. War das hier? Ja, ne? Okay. Machen wir hier so als Abschluss das Ding drumherum. So. Das sieht gut aus. So, im Moment senken sich unsere Kosten. Die Frage ist nur, ob das so bleibt. Hat einen Handel abgeschlossen. Ist jetzt natürlich noch die Frage, haben wir dafür jetzt irgendwas Teures bezahlt oder nicht? Weil kann ja sein, dass wir jetzt eingekauft haben oder so. So, dann ist das auch schon mal alles ein bisschen in sich geschlossen. Die wollen immer noch nicht mit 10 Leuten da wohnen. Ich weiß nicht, warum nicht. So. Der hat 3 Arbeiter zu wenig. Das heißt, da müssen wir auch schon wieder ein bisschen aufstocken. Je mehr Industrialisierung ist, umso mehr Arbeiter müssen wir natürlich auch vorweisen können. Da hilft es nichts, die armen Bauern hier einfach so in Ruhe schlafen zu lassen. Die haben alle 9. Und die haben 10. Ja, ich verstehe es irgendwie nicht, aber gut. Kann man das nicht eigentlich noch erhöhen normalerweise, die Steuern? Ich wüsste jetzt gerade ehrlich gesagt spontan nicht wo. Finanzen. Einwohner, Abgaben. Nee, Ausgaben, nicht Abgaben. Zeitung, Einwohner. Keine Item-Effekte, keine Item-Effekte. Ja, ich würde schon gerne irgendwo mal meine Steuern erhöhen oder sowas. Aber anscheinend kann man das hier nicht. Oder ich weiß nicht wo. Also wenn ihr das Spiel gerade selber am Spielen seid, wäre es cool, wenn ihr da vielleicht einen Tipp haben würdet für mich. Wo man eventuell... Das sind nur die Preise, wo man eventuell die Steuern ein bisschen annehmen kann, weil hier sind anscheinend nur die Statistiken drin. Da kann man aber nichts. Produktivität.
Profit. Da kann man aber nichts wirklich eingeben. Einfluss ist klar. Bilanz, Gesamtbevölkerung. Können wir hier, können wir auch nicht. Bei der Bilanz war ich gerade drin, ne? Okay. Und das ist das Gleiche. Ja. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Das sind die Kosten. Das ist ja soweit okay. Status, Trefferpunkte, Schaden, Lager. Hm. Nee, das ist nur Transfermenü. Ja, keine Ahnung. Wäre schön, wenn ihr da vielleicht Hinweis zu hättet, wo man die Kosten nachgucken kann. Nicht, wo man die Kosten nachgucken kann, sondern wo man eventuell die Steuern ein bisschen anheben kann. Weil wenn wir nur eins hochheben würden, würde uns das ja letztendlich schon sehr, sehr helfen. Ja, ich würde sagen, dass wir hier dann auch nochmal einen kleinen Cut machen und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao.